Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind mal wieder bei LOL. Naja, das überrascht jetzt nicht, steht oben im Titel. Oh Gott, auf das Spiel hier habe ich irgendwie 15 Minuten lang gewartet, weil ich hatte zwei Leute in der Friendlist, die beide in Queue waren. Der eine ist, was ist denn der? Ich glaube Platin 3 oder so. Und dann haben wir ihn hier, den Rumäne ist er. Der war 15 Minuten lang in Queue und ich dachte mir, naja, wenn sie bei 30 sind, dann wartest du halt auf den Diamond-Spieler. Der hat sicherlich das bessere Spiel zu bieten. Jetzt hat der. Also der andere ist fast fertig mittlerweile mit seinem Spiel. Denn jetzt hat der dumme Diamond-Spieler was gefunden. Also merke ich, brauche irgendwie Leute, die ich zuschaue, die irgendwie Diamond 3 sind oder so. Oder 4. Und nicht Diamond 1. Ja, wir haben hier. Ich sehe hier einen Namen, der halbwegs bekannt ist. Egal, zum Setup. Die Namen sind ja egal. Also wir haben hier einen Sona Varus, also relativ offensiv. Mit Wicked. Quatsch, Wicked Lulu. mit Lulu Eswin. Auch relativ offensiv, muss ich sagen. Wir haben in der Mitte Nidale gegen Ahri. Prinzipiell meine ich, dass Ahri die besseren Karten gegen der hat. Könnte mich aber tauschen. Schon wieder Nunu Jungler. Finde ich ja persönlich immer noch nicht so unglaublich toll, so ein Nunu Jungle. Aber naja, gucken wir mal, was die. Also die Leute hier werden schon wissen, was sie da machen, aber trotzdem finde ich halt nicht so geil. Und Kayle ist. Moment mal, halt, Moment. Kayle ist. Top, doch ja. Ich habe gerade vor einem kurzen Moment überlegt, wo Kayle jetzt eigentlich rumhängt. Aber ist dann wohl so. Ah, worum fängt denn Nunu an? Pff, ein bisschen A. Oh, 3% Spell und 3% Lifesteal. Interessant. Interessant. Das macht man jetzt also so. Interessant, interessant, interessant. Gibt es ja Runen für. Oder gab es da für Runen? Waren das diese Kombi-Runen? Das waren auf jeden Fall Runen, die ich mir nie kaufe, weil ich mir lieber Champions kaufe, statt irgendwelche Runen. Ich habe eigentlich alle auch am Movement Speed, die fehlen mir vielleicht noch so ein bisschen, aber sonst braucht man eigentlich kaum noch Runen. Wir sehen hier auf jeden Fall erstmal. Warum ist eigentlich die Musik hier so leise? Das ist ja ekelhaft. Oder ich, nö. Okay, es ist nur für mich leise. Oder ich kann mal kurz gucken. Ich habe hier gerade ein bisschen Menü zu machen, weil so ein richtiger Invade ist hier nicht. Also, sie haben hier einen ziemlich offensiven Ward aufgestellt, der auf jeden Fall recht praktisch ist, um die ganze Geschichte zu timen. Oder wenn der Jungle halt in der nächsten ist, sehr praktisch. Jetzt wird hier lustig, flockig rumgeblinkt. Sieht mir schon wieder nach infantiles Gehabe aus. Was haben wir denn? Varus und Ezreal haben beide mit Doran's Blade angefangen. So weit, so gut. Auf der Boardlink, ja, mit Boots gegen Redpot Wennington. Ja, gut. Wennington versucht hier also einen frühen Trade auf Level. Als erstes noch gar nichts. Ahri auch viele Pots. Gerade am Anfang wurde sie ja relativ viel harassed von Nidale. So, Nunu möchte scheinbar. Obwohl, naja, dann haben Nunu hat sein komisches Mana-Reg. Der könnte auch beim Red Buff an. Ja, gut. Nunu fängt beim Red Buff an. Ich bin gerade überlegen, ob Kayle nicht Mitte geht, weil die hier so rumgeistert. So, hier die Botlane macht hier irgendwas anderes Lustiges und spielt hier rum. Also, hier stehen schon beide Wards in den Trebusch und dann. Ah, ne, das wird hier in 1000 Jahren nicht das Schlusswort. Ich. Ah, Varus nimmt hier ganz schön Schaden. Was, wie viel Damage hat denn? Es wäre, dass der so viel Schaden drückt. Da muss Varus sogar schon die Barrier ziehen. Und das wäre ihn völlig. Und Sona muss flashen. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und First Blood. Nein, Varus! Ah, die Creeps schafft. Oh nein! Na, oh! Lord. Nice. Den habe ich nicht kommen sehen. Nice. Okay, als Jungler ist das natürlich auch nicht schlecht, wenn man mit einem Double Kill anfängt, ne? Verdammt, ich habe mich gerade voll aufkonzentriert, wie die weggekommen sind, wo ich mich darüber so. Nice, vom Jungler gemacht, der hier sehr gut reagiert hat. Ich meine, er hat zwar schon die falsche Fähigkeit gelevelt gehabt, aber was soll's? Das ist ja, okay. Ja gut, das stimmt nicht ganz. Ja, man musste zweimal dafür zuschlagen. Nun gut, nice, nice. An der Stelle, wir tauschen hier doch die Bit und Dings. Ahri wird, glaube ich, gegen. Ja, da sieht man es ja schon. Ahri hat nicht viel Spaß gegen Kayle. Die kann ja nun beides zuzaubern und gleichzeitig noch Schaden drücken. Trotzdem hat die S-Ware überraschend viel Schaden gemacht. Na gut, das hat zwei Dorans, aber trotzdem, das sind immer noch 84 und der muss auf jeden Fall noch Runen dran haben. Und Varus hat nur 73. Jetzt rechnen wir mal einen Dorans Blade drauf, dann wären wir immer noch bei 83, das sind immer noch 10 weniger. Also kein Wunder, dass S-Ware hier so viel Damage gerade gedrückt hat. Ich meine, das skaliert hier ordentlich mit seinem Q. Da kann er auf jeden Fall ordentlich Schaden machen und der Herald Varus macht da nicht halb so viel. Also, ja, auch schon nicht schlecht. So, Wennington wird, wie gesagt, glaube ich, auch nicht so richtig viel Freude. Also weder gegen Kayle noch gegen Dale haben. Wobei Kayle gerade am Anfang halt noch nicht so richtig viel Range hat, obwohl sie hier Ahri doch schon ganz schön gegen die Wand drückt. 2 zu 2 in der dritten Minute, das ist natürlich auch schon so eine Sache für sich. Übrigens diese komischen Leute mit diesen M, diesen M-Tabs und da gibt es noch ein paar mehr Leute mit M drin, die kommen mir bekannt vor. Also die lese ich öfter die Namen in verschiedenen Streams, die ich da so gucke. So, jetzt gleich den ersten Blue Buff. Moment mal. Achso, Nunu hat den feindlichen Blue-Buff geholt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich mich darüber gewundert habe, wo die Lanes sind. Ich sollte wirklich mehr. Oh, wäre es schon wieder ein Drängnis. Das sieht ja auch gar nicht gut aus. Meine Exhaust hat ja. Oh Gott, nein, Exhaust hat ja keine. Ah, das war. Na gut, wegrennen hätte er auch nicht gekonnt. Also, die Botlane macht hier keine gute Figur. Ich meine auch, Varus ist ja vielleicht am Anfang ein bisschen zu. Gut, Lulu hat auch keinen Mana mehr. Hat alles getrieben. Lulu macht, finde ich, macht am Anfang gerade sehr viel weniger Schaden als Sona. Wobei.
Na gut, kommt drauf an, auf was. Lulu macht halt auf alles, was im Weg steht, Damage. Und... Oh, wo ist denn mein verdammter Chat? Ach, jetzt hat er... Ach so, deswegen. Ja klar, Levi hat ja mehr Zeit gebraucht. Da musste er noch Leute töten, aber die gingen natürlich günstig. Da hat auch Nuno an der Stelle sehr gut mitgedacht. Also gerade Nuno ist natürlich durch sein Fressen ein sehr starker Jungler. Nuno kann auch ganz gut Counter-Jungle, muss man dazu sagen. Wie wir ja offensichtlich gesehen haben. Ah, die Lage für Ari ist wirklich recht verfahren. Die hat jetzt zwar hier mit relativ viel Sustain angefangen, allerdings so richtig, also Sustain in Form von Pots, aber gegen eine Blue auf Kayle ist das natürlich enorm unlustig. Meine Radio Shuri wird sie jetzt nicht leveln, weil sie halt auf AP geht, aber trotzdem ist das immer noch enorm ärgerlich. Wir können mal kurz gucken, dass der Kuh hier macht alleine schon, naja, 180 Schaden. Der immer trifft und slowt, während Kayle noch draufhauen kann mit Auto-Attacks. Und Ari kann da nicht viel gegen machen, weil wenn sie sich umdrehen würde, um selber Schaden zu machen, kommt er ja nicht mehr rum. Und ihre Qs machen im Vergleich noch nicht ganz so viel Schaden. Naja, wenn Kayle hat unendlich Mana-Reserven hat, kann sie halt immer poken, die Sau. Da haben wir es auch schon. Oh, die hat seinen Skillshot verspielt. Aber stirbt zumindest nichts, weil die noch wegkommt mit dem... E ist es, glaube ich. Ja, so lange die sind schon. Ich kenne euch nicht. Weil Nuno übrigens fröhlich am Counter-Jungle. All das kann er gut. Wie gesagt, ich zweifle halt bloß das... Naja, das da würde ich nicht ranspringen. Ich zweifle halt, wie gesagt, bloß das Late-Game-Potenzial. Der Ward gegen die Counter-Jungle-Geschichte. Nicht schlecht, aber Ari hier in starker Bedrängnis. Gerade gegen Dubuff. Konnte ihn von diesen natürlich auch nicht kriegen, weil er war halt nicht da. Da hat sich das Ward auf jeden Fall am Anfang schon wieder gelohnt. Und jetzt der Botlane sieht es jetzt nicht so über mich. Obwohl, na gut, Werbus kann da ganz gut im Farm nachkommen. Aber SL ist halt... Ich würde schon wieder far ahead sagen. Weit voraus, um das deutsche Wort mal zu benutzen. Aber wir sehen... Sona pokt ja auch ganz gut. Also wenn ihre Qs treffen, dann machen die Schaden. Sona geht hier folgerichtig Anfang auf Lebenspunkte, weil Lulu, Eswell natürlich genauso... nein. Lulu und Eswell poken ungefähr genauso viel, wie es Varys und Sona tun. Also gerade mit Varys, Lulu zum Beispiel... Oh, da hat Sven ihn ja doch mal geschafft. Fellplate, schade, das haben wir leider nicht gesehen. gerade man sieht gerne mal eine Kombination Varys-Lulu, weil die haben beide einen ziemlich harten Poke. Also, weil Varys kann halt verlangsamen und Lulu auch. Und wenn man da doof gecatcht wird oder Offguard getroffen wird, dann nimmt man da schon ganz schön viel Schaden. Und zwar viel mehr, als man das vermuten hat. Lulu macht ja gut Schaden, aber dadurch, dass hier verschiedene Leute sind, jetzt sind sie in der Flucht. Das ist. Lulu Slow ist halt ziemlich gut versorgt. Jetzt wird hier sogar noch so. Warum steht denn hier einfach auf herum? Was zur. Naja, also. Varys hat ja. Oh, was? Lulu hat Barrier? Was? Das ist mir. Was? Lulu hat Barrier? Was? Na gut, da kann man natürlich richtig. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich hab die Summoners jetzt gar nicht näher angeguckt. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Was sind denn übrigens hier oben los, Freunde? Oh, D-Double-Kill. Na gut. Ja gut, dafür, dass Nidale gerade schon tot war, ist jetzt nochmal tot. Also man sieht, ich beachte das Spielchen. Ja, ich sehe den Drachen da unten. Das sehe ich wiederum. Auch eine sehr gute Idee eigentlich, wenn oben sowieso klar ist, dass der Jungler da rumhängt, der Top-Laner und die Midlane sowieso irgendwie ein bisschen mit hinten hängt, dann kann man natürlich schnell mit Hilfe des der Midlane. Ja gut, Ari konnte jetzt nichts machen, weil alleine eingreifen hat keinen Sinn. Und ansonsten war ja niemand da, der was machen konnte. Ich meine, die Botlane ist mal wieder gestorben, die jetzt überhaupt nicht stabil aussieht. Ich meine, wir haben hier 3 zu 1 SWL gegen 0 zu 3 Varus. Wir sehen es hier auch am Gold. Er hat nur einen Longspot, während SWL schon mal Peak-Zept hat. Und SWL war noch nicht B. Das heißt, wenn er... Oh, na gut, mal schön unterbrochen. Das kauft Zeit. Das sollte man nicht verachten, so dieses Teleport zu unterbrechen. Das ist durchaus, also es ist jetzt eine Wave, die Varus mitnehmen kann, die er sonst nicht gekriegt hätte, wenn es wäre jetzt zu Hause gewesen. Also, das kauft ihm Zeit. Zumindest, das ist einmal eine Wave, mindestens eine Wave, SWL, die ja nicht hinten ist. Ich muss ja schon hier unten den Busch hier, die wurden. Ist auch immer wichtig, die Kontrolle eigentlich über diesen unteren Busch. Es ist leider immer nur so eine teure Angelegenheit. Und also, aus persönlicher Erfahrung muss ich sagen, ich fail immer daran beim D-Warden. Irgendwie stelle ich meinen Pink immer dann auf, wenn der Gegner noch keinen Pink hat. In den nächsten 3 Sekunden stellt er einen auf und dann hier macht Lulu zum Beispiel Polymorph, haut den dummen Ward und. Ja, wie gesagt, da ist das SW jetzt auch voraus ist und vor allen Dingen aus den Hail of Arrows rausflashen kann, beziehungsweise rausfliegen kann, ist das alles nicht so toll. Sona hat übrigens gerade was sehr Schönes gemacht. Sie ist nämlich vor SWL hergeflogen, um jeden Skillshot zu verhindern. Das war auf jeden Fall gut durchdacht. Jetzt kommt hier übrigens die Botlane. Kay kommt auch noch mit. Allerdings sollten die... Nee, doch nicht. Die kommen... Midlane wollte ich sagen. Und der Jungler. Zur Botlane. Aber die sind weg, bevor was passiert. Und die roamen ja halt fröhlich durch die Gegend. Das ist hier ein Team. Also, das ist echt grausam, wie die hier fröhlich durch die Gegend. Jetzt ist Ari hier ziemlich... Sie ultet direkt weg. Trifft dann auch nur mit den Charmen. Hat noch 2 Stacks auf ihren Ult, wird sie aber wahrscheinlich nicht benutzen, außer vielleicht um ranzuspringen und zuzuschlagen wieder. Ja gut, das wenn man sowieso... So,
kann man sowieso machen. So, jetzt hier oben zu Nidale, die keinen leichten Job hat, auch dass sie in der Flügerform verdammt schnell ist. Na gut, da hat Lee Ult benutzt, aber kann man machen. Also die Top-Lane ist dagegen vom blauen Team ganz gut gewonnen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, auch wenn Nidale im Moment noch besser farmt, aber mit 0-3 sieht das... ich könnte mal eigentlich kurz Geld vergleichen. Ja, doch, das sind schon 400 Gold, das kann man ausbauen. Also dank natürlich powered bei Lee Sin Airlines hier. Die sind Airlines, weil das egal, weil keine lustig Leute durch die Gegend drin. Wie dem aber auch sei, Kayle macht hier. Ja, gut, Kayle ist halt auch verdammt stark gegen Ahri. Ich habe schon erklärt, warum. Das ist halt erstmal der Slow und dann ewig draufhauen. Denkt man, Ahri, ne, wird. Kayle, ja, Kayle wird auch als zweites ihren E logischerweise. Den hier. Ja, nee, eher nicht so. Was macht denn jetzt hier? Hey, greift jetzt hier einfach rein, das sehe ich jetzt zwar nicht warum, aber naja, gut, einfach wenn man es kann. Vielleicht einfach um Unsicherheit zu erzeugen, weil sie weg ist, also wieder die Mind Games. Ahri kann halt nicht viel machen. Levelt übrigens ihr Foxfire, also ihren W. Würde ich persönlich gerade in so einer Position nicht machen. Oh, da hätte Kayle eigentlich locker rüber diven können. Ich meine, sie hat Ult, da hätte mindestens 3 Tower Heads mit abbrechen können. Ja, hat man machen können. Ich hätte in der Situation, wie gesagt, den Kugel-Level einfach wegen der mehr Reichweite und Schaden. Klar, den Kuh muss man natürlich auch treffen. Allerdings, ich sehe mir schließlich die Argumentation hinter dem W-Level in der Situation nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Werbes steht hier übrigens ziemlich alleine hier in der Landschaft. Aber Lee Sin ist ja auch noch da. Und jetzt, oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und da kann, also Lee Sin macht hier einen sehr guten Job. Der carryt hier so ein bisschen das Spiel. Unser Top-Lane kann ja eigentlich nicht, ist die eigentlich alleine, hat die Chancen oder hat die nicht Chancen? Egal. Wurf, das Ganze mal in der Zwischenzeit vergleiche ich mal den Farm. Das wirkt sich natürlich auch ein bisschen, oh, das war ja gar kein Schaden. Gut, das wird wahrscheinlich nicht auf Speed gefahren. Ja, sie spielt auf Hybrid, würde ich fast sagen. Ich spiele mal nie, wir warten einfach ab. Da muss ich nicht raten. Hüstel, wir haben da, also der Goldvorteil von Wendigen ist übrigens schon wieder verschwunden. Also komischerweise eigentlich. Warum eigentlich wieder einen Tower halt? Na gut, das macht die 120 Gold, die da, 190 Gold, die Wendigen vorher voraus war. Ah, trotzdem ist Wendigen schon verflucht. Tanky, was hat er denn jetzt? Na gut, er geht auf Sunfire Cape First. Kann man machen. Oh, der Tower sieht aber auch nicht mehr so richtig gesund aus, wenn der noch mal kurz kommt dort. Der Heal mit dem Kuh. Bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. Was ist denn hier in der Mitte schon wieder los? Also Ahri ist, wie gesagt, noch die einzige Sorgenlane hier. Wie ich schon erwähnt habe, nur ist hier nicht so richtig die absolute Leuchte. Also der ist halt sehr gut im Counter-Jungle aus Stadt. Die sind halt nicht der halt irgendwann zwischendurch ein gutes Early mit. Oh, jetzt kommt der. Oh, verdammt schnell. Dieser Skin ist so irritierend mit diesen Fuß und wie alles anders aussieht. Also ich persönlich finde ihn übrigens nicht schnell. Sieht irgendwie aus wie die Engel aus Darksiders. Ist mir wohl mal so aufgefallen. Oh doch, das könnte. Nee, die sind. Nee, da ist noch ein Ult hinter. Den haben wir hier noch. Das ist mal das Problem an Kayle. Man muss den Ult mit einberechnen. Das heißt, man braucht selber genug Lebenspunkte. Man kann nicht einfach ranspringen und töten. Weil eine gute Kayle, und davon können wir jetzt einfach mal ausgehen, wird in der Lage sein, sich die in der letzten Sekunde vor dem Ableben zu retten. Also hier auf der Mann, ich müsste auf allen den 16. Donauwaren in der Mitte, wie wir gesehen haben. Ich komme noch nicht zum Gold. Und Varus kann jetzt nicht viel machen, sollte hier auch verflucht aufpassen. Na gut, jetzt steht erstmal hier im Slowdown. Jetzt ist Sona auch wieder da. Die in kurzen Einsatz in der Midlane hat das nicht wirklich viel gebracht, es kam nichts bei rum. Allerdings hat jetzt ist das der zweite Tower jetzt schon gefallen fürs blaue Team. Nicht gut an der Stelle. Kayle am nach Hause porten. Wellington pusht oben. Allerdings ist Nunu ganz woanders. Und, also, wenn Nunu Gang kommt, also Nunu hat nicht so wirklich die Damage Spells. Ich weiß gar nicht, was levelt man denn so als? Ich glaube Bloodboy, oder? Oder? Nee, Consume? Na gut, mit Consume kann man natürlich sehr schnell gängen, junglen. Ja gut, es gibt dann einen gewissen... Oh, Nidale kann doch anscheinend... Naja, viele Lebenspunkte sind nicht davon gekommen, aber sie hat noch welche. Und das reicht ja nicht. Oh, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, Wennington wäre tanky genug für die ganze Geschichte. Aber vielleicht hat da der AP-Schaden von Nidale gereicht. Mir ist gerade ein Feature eingefallen, was hier noch fehlt, dass man so an der Seite irgendwie noch den Schaden aufgelistet kriegt, den jemand bekommen hat. Also nicht von den Fähigkeiten, das interessiert mich gar nicht so richtig, sondern magischen und physischen. Das würde mich sehr interessieren, wenn das hier einfach in diesen Kill-Statistiken dran stehen würde. Das wäre sehr schön. Das wäre megamäßig nobel. zum Thema. Also Varus und Esfil fahren übrigens ziemlich gleich gut, muss ich sagen. Auch wenn jetzt irgendwie schon der zweite Drache fürs Lee Sin Team gefahren ist, was sich natürlich goldtechnisch so ein bisschen die ganze Geschichte, also für Esfil vor allem verstärkt. Also wir sehen hier 1200 Gold Vorsprung für Esfil.
der hier mehr oder weniger Freeform auf der Botlane hat, weil Sona halt immer die ganze Zeit woanders rumhängt und weil Esrae natürlich schon Vorteil hat. Aber ohne Lulu traut er sich nicht hier direkt in den Konflikt zu gehen, weil er weiß, wenn er mit, wenn er mit Arcane, wie heißt denn das? Arcane Shift? Arcane Shift? Ah, oh Gott, ich vergesse mal die Fähigkeiten. Aber ich frage mich mal, wie diese offiziellen Casters mal machen, dass sie sich an alle Fähigkeiten Namen erinnern können. Ich meine, ich mache das jetzt schon so lange und mir entfallen immer wieder die Namen, wo ich eigentlich mittlerweile alle Champions kenne. Das ist übrigens der große Vorteil mit dem ganzen Cast-Zeug. Auch wenn ich selber spiele, ich kenne mittlerweile die meisten Taktiken, die man mit dem Champion machen kann. Und auch denen ihre Fähigkeiten, was früher echt ein Problem war. Das, also gerade junge LoL-Spieler haben dieses Problem. Oh, jetzt kommt hier wieder Lee Sin an. Ja, oh, da wurde der Flash gezogen, aber der Tower bietet jetzt natürlich keine Sicherheit mehr. Lee Sin hat einen Q drauf, oder hat er nicht? Hat er nicht? Hat er nicht? Hat er nicht. Jetzt kommt hier Nunu an. Also zum Gank vermeiden ist er ganz gut, aber er macht halt keinen Schaden, ne? Also Nunu ist halt nur gut, wenn der... Wenn der Typ auf Lane halt genug Damage drücken kann, um den Job zu finishen. Was in dem Fall... Ah, wohl, der macht eigentlich ganz gut Schaden. Das ist eigentlich in Ordnung hier, was bei rumkommt. Ja, jetzt bleibt hier... Wenn ich mir einfach stehen bin, weil er wusste, er kann nichts mehr machen. Und vielleicht um Zeit zu kaufen, die sind. So. Oder, das war auch maximal Reichweite. Jetzt kommt hier Ari. Ist eigentlich sehr schön getimed worden. Da geht der Charme daneben. Aber das ist doch völlig egal. Ari macht genug Charme mit ihrem Foxfire. Verbraucht er den letzten Moment. Der wird jetzt erst den Kuchen wieder. Ich bin einfach nicht so überzeugt. Oh, Ari. Obwohl, er soll nicht richtig aufpassen, muss er nicht. Das Schöne ist natürlich, wenn man das Foxfire erst gelevelt hat, dass man gegen so Nahkampfbedrohungen ganz gut gewappnet ist. Weil, wenn die ranspringen, hat man halt einen sich schützenden Feuermantel, der in meinen Rumpf liegt. Nun gut. Ich wollte eigentlich weiter mit dem Gold machen, das ist der Tab da unten. Also, Kale farmt Lusha so ein bisschen besser als Ari, schon wegen dem Poke. Weil hier unten drückt doch mittlerweile den zweiten Tower weg, wo die Botlane auch noch zur Hilfe kommt. Und das kann die. Wo ist ein Werbus? Ah, Werbus muss farmen, na gut. Da ist immer noch gestorbenes. Ekelhaft. Das ärgert mich ja immer sehr persönlich. Wenn man wegflashen muss, stirbt man so. Renekton kann jetzt hier nicht so richtig mit den absoluten Schaden aufwarten, um hier die dazu zu halten. Wo ist denn hier der Rest? Ari hängt immer noch oben um. Die wird eigentlich dringend in der Mitte gebraucht. Da fehlt der AP-Damage, der hier halt jetzt gerade nicht da ist. Sehr bitter. Und Ari ist übrigens auch ein Bedrängnis wegen Nunu. Ja gut, sie ist tot. Dark. Oh, nice. Rechtzeitig reagiert. Aber eigentlich war der Flash verschwendet, weil ich sehe hier... Oh, na gut, Ari hat einen Double-Buff. Da könnte man eventuell noch was draus machen. Oh, na gut, jetzt kommt Kale. Oh, aber noch 6 Sekunden bis Ult. 4. Nein, ich würde es der Ari ja so gönnen, aber... Nein, da hat eine Sekunde bis zum Ult gefehlt. Na, das ist so ärgerlich. Die wäre da sogar noch weggekommen. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich gelaufen an der Stelle. Hat sie wahrscheinlich auch drauf gebaut, oder eher? Der Spieler. Ich bin nicht allzu viele weibliche Neuspieler. Jetzt nicht so viele Bekannte. Man kennt irgendwie keine Pro-Gamer, die weiblich sind, oder? Also, man hört jetzt nicht vom CLG Gaming House, dass auch drei Frauen mit drin wohnen. Was hat denn das Gaming House? Ja, da kommt wieder dieser dumme Ulti. Genau das ist das mit Kay, weil die, wenn Kay nämlich noch Schaden macht, dann passiert genau sowas. Oh, jetzt ist er am Sunfire Cape gestorben. Nur falls sich jemand wundert, was da gerade passiert ist, warum einfach Kay auf einmal umgekippt ist, war Sunfire Cape, was man auf wenn ja, ich sag, nicht so gut sieht. Hat er Ult? Ja, er hat Ult. Benutzt er auch. Aber oh, da kommt ja auch schlecht weg. Ist das Iceborne Gauntlet? Macht hier einen guten Job. Kommt hier langsam mal Hilfe? Ja, Sona ist auf dem Weg, aber Vervis muss flashen. Alter Schwede. Also die Dame macht hier keinen schlechten Schaden. Ich weiß noch nicht, ob sie hier unbedingt... Na gut, jetzt können sie kämpfen. Oh, aber. Da wird noch die Barrier gezogen. Aber der Schaden von Nidale ist nicht von schlechten Eltern. Ich meine, Nidale stirbt jetzt hier auf jeden Fall. Da ist kein Wegkommen mehr. Ja, ist nicht schlecht gelaufen. Nasher? Nasher! Habe ich jetzt mal so gar nicht mitgekriegt, weil... Na gut, ich hab das Interface ausgeblendet. War halt auf den Kampf fokussiert. Das mache ich ja in letzter Zeit öfter, siehst du? Da wollte ich eigentlich direkt nochmal fragen, wie gefällt euch das eigentlich, dass ich im Kämpfen mal das Interface ausblende, einfach dann mal mehr vom Spiel sieht und dass man auch, wenn ich hier an der Seite irgendwas sich noch einen Nebenkampf abspielt, dass man den einfach sieht und das auf dem Interface verdeckt. Wie findet ihr das eigentlich? Ich mache das jetzt neuerdings mal einfach so, weil ich es kann. Einfach, weil ich persönlich finde, das ist ein gewisser... Wir haben sie jetzt ernsthaft geholt und ich denke mal, naja, du stirbt er jetzt halt, aber SW, der wartet jetzt halt bis zum nächsten... Also er hat noch Arcane Shift, der tanzt einfach nur rum, weil er sich sogar das sparen wollte. Der bleibt jetzt einfach da in Position, vielleicht weiß ich noch, was er... Na gut, du ist halt gestorben, aber... Ich finde den Handel, du sterben gegen Nasher ist jetzt... kann man mitnehmen, ich meine... Hätte Lulu... Ja gut, Lulu hat ja kein Flash. Lulu hat ja Exhaust und Barrier. Aber die Barrier auf dem Support macht natürlich gar nicht schlecht. Kale macht hier halt einfach fünften Schaden. Also ich persönlich bann ja Kale immer, weil es ist... Kale ist nicht tragbar für mich. Und das ist Damage. Ja gut, das ist Kale. Kale spielt an dieser Stelle auch schon 3-1. Hat jetzt noch nicht so unglaublich viele... Na gut, der hat einen Lichband. Das Lichband auf Kale ist halt verflucht stark.
Wundert mich eigentlich, dass Kayle noch keinen Nerf gekriegt hat. Ich meine, nicht, dass er overpowered wäre oder so, aber Wyatt neigt halt dazu, alle Champions zu bannen, die irgendwie stark zu nerven, die irgendwie stark sind. Außer, na gut, Twisted Fate zum Beispiel. Es gibt so ein paar Champions, da hat man das Gefühl, Wyatt hat für den persönlichen Favor und für alle anderen nicht. Naja, da kommt diese nicht weg. Das ist so viel Damage, den Kayle einfach zurück. Sie hatten nur 216 AP. Ich war übrigens immer noch nicht fertig mit meinem Gold, das ist da unten immer noch eingeblendet, aber ist. Ach, ich lasse es jetzt. Wir haben einen leichten Pair für ein Team, was man auch oben gut sehen kann. Liegt aber auch nicht nur daran, dass hier noch 1500 Gold in Nasher einfach mal aufs gesamte Team geflossen sind. Das ist ja. Sollte man vielleicht auch noch beachten, aber es sieht hier gerade so aus, als würde. Ja, die haben einen Kill mehr, aber. Da sieht man nicht mal wieder, wie schön nichtig Kills eigentlich sind. Ich bin hier Renny. Hat der. Ah, das Eisbaum-Ground, okay, der ist natürlich schon ziemlich wie Sigi Rade. Um das hier nochmal fürs Protokoll festzuhalten. Obwohl, naja gut, Eisbunker macht natürlich auch AP, aber macht es mit AD ja besser. Was ist denn jetzt hier? Wir stoppen jetzt hier schon wieder. Oh. Nice. Hätte Kay noch. Na, Kay hätte schon verbraucht. Ah ja gut. Gut, weil jetzt kommt hier Nidale an. Oh, sehr schön von Rennington mitgedacht, der hier die Attacke verhindert, aber Nidale kann halt öfter springen als Rennington, weil Rennington muss jemanden treffen, damit er nochmal springen kann mit seinen Slash and Dice. Da gibt es übrigens ein paar schöne Bugs, wenn man zum Beispiel hier durch diese Wand durchspringt und dann. Gut, ich habe schon wieder den Shortcut vergessen. Und dann. Passiert gerade noch was Wichtiges? Nee, oder? Es passiert ja nicht nur bei diesen Wölfen, wenn man nämlich hier durchspringt, man berührt diesen Wolf nicht mit Rennington. Das passiert nicht. Das heißt, man kriegt Slash and Dice nicht wieder. Hier bei den Golems funktioniert das 1A oder bei den Geistern, wenn man hier durch die Wand kommt, man gar nicht. Oder doch. Man kommt auf jeden Fall irgendwie ran. Da funktioniert das, aber das ist enorm ärgerlich, wenn man Rennington Jungle spielt. ich habe da jemanden, der. Kleine Auskunft zu mir, weil hier im Spiel gerade nicht so viel passiert. Ich könnte ein bisschen was über die Items orakeln, aber die sind eigentlich auch heute Standard. Also ich spiele oft mit einem finnischen Mitspieler im Duke-Queue. Und der spielt halt relativ viel Rennington Jungle. Und ich habe mir jetzt neulich auch mal Rennington geholt. Einfach weil er mich eigentlich dazu bedrängt hat, auch mal Rennington Jungle zu spielen. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Das funktioniert auch ganz gut, so außer dass ich absolut der Dau bin und keinen Plan habe, was ich eigentlich bauen soll. Also ich bin da immer ziemlich planlos. Ich habe ihn auch mal gefragt, aber der Finne ist da manchmal. Also das ist ganz komisch. Ja. Manchmal ist er auskunftsfreudig, manchmal halt eben nicht. Aber Rennington hat sich immerhin hier noch schön den Redbuff geholt. Vom gegnerischen Team natürlich wohlgemerkt. Man muss bei so einer Redbuff-Geschichte natürlich immer aufpassen, dass man da gute Vision hat. Hatten wir jetzt in diesem Fall nicht, aber Glück gehabt. So, Aswazim ist tot, aber kriegt ja schon mal einiges an Damage. Ich meine, Kayle ist gerade irgendwo weiter hinten. Wir sehen sie da unten. Ich kann ja mal das Interface ausblenden. Kayle müsste bald da sein, ja, sehr bald. Und, jetzt ist der Vormarsch aufgehalten. Und die Day hat hier einen Slow. Ich kann Kayle von hinten, Kayle möchte doch nicht 1 gegen 4 kämpfen. Aber jetzt hat hier die Day gerade erheblichen Schaden gemacht. Nuno hat sich jetzt den Kill auf Lee Sin geholt. Sona musste auch wegflashen. Sehr schöner Charme von Ahri. Rennington steht jetzt da vorne ein bisschen verloren und alleine wird wahrscheinlich eines finsteren Todes sterben. Nämlich genau deswegen. Na gut, da fällt Flash. Oh, nice! Nice von Rennington an der Stelle. Der gestunt hat und so den Ult verändert hat. Wird jetzt aber, glaube ich, trotzdem nicht hinkommen, all dieweil. Pam. Tot. Wegen die Dale, weil. Ja, das Exhaust von Sona ist natürlich. Der Rumäne. Das ist übrigens der Typ, den ich gucke, die Sona gerade. Das ist nämlich das Schöne eigentlich. Eigentlich sind diese ganzen Diamond und Challenge. Gut, die Challenger-Spieler sind nicht so freundlich. Da hat mich genau einer angenommen, wo ich mal random Freund White verteilt habe. Gut, würde ich auch nicht unbedingt annehmen, wenn da out of nowhere was kommen würde. Aber die Streamer, die nehmen natürlich nichts an, beziehungsweise die bekannten Namen. Ich hab's gar nicht versucht, aber wahrscheinlich würden sie es nichts annehmen. Nidale macht hier übrigens immer noch guten Schaden. Esfair erlebt wieder und ich denke mal, das wird jetzt jemand. Nice, da kommt er weg. Oh, Esfair springt hinterher und Nuno konnte. Ach, schon wieder Ult gehabt. Warum hat denn der andauernd Ult? Das ist ja lästig. Ja, Ahri konnte jetzt hier noch Nuno wegholen, was jetzt nicht gerade so der absolute Damage ist. Ja, warum jetzt Esfair sich hier so auf Sona konzentriert, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil das war jetzt nicht ganz so klug. Ich meine, Sona ist jetzt auch noch A entkommen. Und B kam noch kein Kill, warum? Rennington ist mittlerweile verdammt tanky. Ich meine, dafür, dass er nur einen Sunfire Cape hat und. Ja, achso, das war Ludo. Ich dachte. Na, der Kayle kommt genau im richtigen Moment, um den Day hier an dieser Stelle zu retten. Da kann diesen. Natürlich auch nicht. Oh, der Tower! Puff! Tower! Und da kommt der hier von Sona und rettet. Mann. Ich dachte gerade für eine Sekunde, die Day ist gestorben. Jetzt steht Ludo alleine da. Das war aber nicht der Fall. Ja, die Toad Range war auch gerade oder wirklich irgendwie. Ich weiß nicht, ist das irgendwie eine eiförmige Toad Range, dass die nur wie nach hier kürzer ist? Die geht ja wirklich nur bis hier. Und.
War relativ weit. Finde ich aber auch, aber war sicherlich kreisfähig. Schade, dass man. Man kann ja die Ranges einblenden. Also wenn man. Na gut, das geht hier nicht. Wenn man selber spielt, kann man es. Wenn man nämlich auf das AD-Zeichen hält, dann sieht man, wie weit die Auto-Attack-Range ist. Das geht, glaube ich. Gibt es dafür einen Shortcut, den ich mal wieder nicht. Kann man das überhaupt umschieben? Nee. Also sagen wir, das ist, also dieses Casten, was ich hier mache, das ist ja, ich gucke ja immer irgendwelchen Leuten auf meiner Friendlist zu. Das ist gar nicht so einfach, da gute Spiele ranzukriegen. Neulich hat mir auch einer meiner Abonnenten noch mal da vorgeschlagen, also einer von euch. Boah, das ist also einer meiner Abonnenten, das hört sich mal so, sehen muss an. Also einer von euch lieben meiner Zuschauer, dass ich doch mal Low-Elo-Bronze-Dings machen soll. Also meine Argumentationskette ist nichts zu tun, war, weil viele Leute gucken sich die ganze Geschichte hier an. Einfach weil sie sich ein paar nette Moves abgucken können, beziehungsweise ein paar Itembilds, die sind hier unten immer eingeblendet. Ich meine, ich gehe da jetzt nicht immer auf jedes Itembild ein oder erklärt da jedes Mal, muss niemals nur im Busch folgen. Ich muss ja schon abgeworfen von Wendigen. Da kommt jetzt guter Damage drauf. So viel zum Thema, also von Favor fürs Lilian Team, den ich vorhin noch gesehen habe. Also im Moment lassen die sich ja alle gerade ziemlich off-position fangen. Also, na gut, hier unten wird das gepusht, allerdings. Ich sehr schönes Warding hier nur nebenbei. Ja, und deswegen, dass Leute sehen, weil wenn man so Low-Elo-Ding sein könnte ich zwar Tipps geben, aber ich bin nicht der Meinung, dass ich der beste Tippgeber bin. Ja, kommen die da eigentlich weg? Meine Wennington ist zwar, kommt hier durch die Wand ganz gut, aber jetzt fehlt ihnen natürlich der Gap-Claw. Das gibt Ari auf jeden Fall die Gelegenheit. Hat sie einen Schaden? Ja, nein, der Schaden, da hätte sie mal. Ja, Undying, das bringt hier trotzdem nichts. Also gegen 5 Leute bringt der K-Lult dann auch nicht mehr ganz so viel. So ein bisschen Frontline braucht man dafür. Jetzt haben sie natürlich doof catchen. Dann wird hier Nasher gepinkt, aber ich glaube nicht, dass Lulu. Ne, gut, vom blauen Team. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass Lulu und Nidale das jetzt gerade so hinkriegen. Ja, und also die Bronzespiele da. Also ich könnte da vielleicht rummeckern, aber das Problem ist, dass ich gerade bei den Champions, die ich nicht spiele, halt nicht so richtig viel Ahnung habe und da nur allgemeine Sachen zu sagen kann. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich mich wiederhole, dass ich das irgendwann schon mal erwähnt habe, nebenbei. Wohingegen, wenn etwas passiert, was ich gut finde, dann kann ich das im Nachhinein analysieren und kann sagen, warum das gut war. Aber wenn etwas schlecht ist, kann ich nicht immer sagen, warum es schlecht ist, beziehungsweise wie man es besser machen kann, wenn mir gerade spontan selber nicht einfällt, welchen Champion ich kenne und ich mir dann nur was aus den Fingern ziehen würde, was ich mir gerade spontan ausdenke. Aber vielleicht funktioniert das gar nicht und das klingt für mich bloß in der Theorie gerade erstmal gut. Und dann, ich habe ein großes Problem damit, Unwissen zu verteilen. Ich möchte nicht den Leuten irgendwas erzählen, nur weil ich mich irgendwie da irgendwie selber legitimieren. Oh Quatsch, ich suche ein Fachwort. Nicken schläft hier aber auch. Na gut, da hat Ari gerade. Nee, hat keine Benutzung. Das habe ich gerade mit Foxfire verwechselt. Profilieren, genau, weil ich mich selbst profilieren will. Das gibt's ja, man hat ja auch von YouTube wirklich das Problem, dass es zigtausend Leute gibt, die sich einfach nur selbst profilieren wollen und da irgendwie irgendwas erzählen. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, ohne sich irgendwelche Gedanken darum machen, ob es jetzt gut ist oder nicht. Na gut, die Idee kommt eigentlich gut weg, die sollte hier nicht vorne, ich kann hier vorne nicht ganz so gut tanken. Nu kann hier locker flockig Drake machen. Das hat man öfter, dass Leute Drake machen, das macht das andere Team Nasher, aber das passiert hier gerade nicht. Weil hier sind vorne noch zwei Leute. Ist jetzt ja auch nicht so unglaublich doll. Oder gegen ganze Skill-Kombo daneben. Jetzt müssen wir wieder 8 Sekunden warten. Jetzt kommt der Dreier-Trupp hier von der Seite. Also Nidale natürlich mit den Eisbomb-Counter kann natürlich gut was reißen. Wenn man eine Auto-Attack hinkriegt. Oh, das sieht gut aus. Da ist auf jeden Fall schon mal. Na gut, hat den falschen geslaut. Soma lebt hier hinten. Jetzt musste Ari ulten. Kann der also nicht im nächsten Kampf benutzen. Da. Da sitzt übrigens der Varus Ult da oben, da unten sehen wir Varus, wie er im Bedrängnis ist von Nidale. Wendigen muss ja auch wegrennen, der Lulu Ult schleudert jetzt hier auch sinnlüchtig, dass sie gar nicht gut aus. Jetzt ultet er Sona viel zu spät. Wendigen ist mit übrigens auch gestorben, irgendwann im Nebenschauplatz gefecht. Jetzt stirbt hier auch noch Arin, denkt man, das wird leider GG. Ich wollte eigentlich noch was erzählen, Jungs, das können wir nicht machen. Ja, ich denke mal, die werden hier finishen. Die sind tanky genug, um das hier zu Ende zu bringen. Haben eigentlich keinen Grund, hier sicher zu spielen. Ich meine, sie haben 30 Sekunden Zeit, um das zu finishen. Ja, das machen die definitiv. Sie haben sogar noch Creeps. Luxus. An der Stelle. Mann, jetzt habe ich gar nicht alles erzählt gekriegt, was ich erzählen wollte. Na gut, trotzdem GG, well played. Auf die Items bin ich jetzt gar nicht so richtig eingegangen, aber ein bisschen leid. Aber das Spiel war auf einmal zu kurz. Auf einmal war es zu Ende. Aber so ist das nun mal. Teamkampf im spätere Midgame, ja, eigentlich ist es schon fast, ist eigentlich fast das frühe Late Game. Und dann ist auf einmal das Spiel vorbei. Das kann passieren, wenn man sich da doof acen lässt und irgendwie nicht noch Creeps hat, die hier oben auf der Lane noch pushen, also ein paar Superminions hat, die ganze Geschichte aufhalten, das Team irgendwie zum Verteidigen schicken, ist man da ganz schnell ist vorbei. Also viele Teams scheitern, also viele Solo-Queue-Teams scheitern auch daran, dass sie nicht erkennen, wann sie Schluss machen können. Weil die haben ja auch gerade kurz abgebogen. Die wollten gerade hier oben zum Beispiel den Tower machen. Völlig unnötig. In der Situation hätte man locker fertig machen. Haben wir ja auch gesehen. Man hat locker fertig gemacht. Aber es gibt wirklich wieder Leute, die drehen ab.
wenn noch 20 Sekunden Zeit sind, um was zu machen. Oder andersrum, Leute drehen nicht ab, wenn sie nur noch 3 Sekunden Zeit haben, um was zu tun, oder die alle ziemlich low sind und die Gefahr besteht, dass sie einfach mal gegengeaced werden. Denn meistens das Spiel nicht komplett vorbei. Obwohl, ne, wenn noch 3 Türme fertig. Naja, in der Situation wäre selbst ein Ace wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, weil noch ziemlich viel Strecke zu laufen gewesen wäre. Wie dem aber auch sei. Kommen wir mal zu Ende. Ich habe leider meine Bronze-Ladder-Theorie nicht ganz ausführen können, aber ihr könnt euch hoffentlich den Rest denken. Und meine Schwierigkeiten, irgendwelche netten, freundlichen Spieler, die ich zuschauen kann, auf meine Friendlist zu kriegen, naja, das ist ja... Da kann ich leider nicht so richtig auf eure Hilfe bauen, sonst würde ich ja ganz doll bitten, ob irgendjemand von euch einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, aber ich ahne mal, meine Chancen sind schlecht. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Ich random adde einfach mal Leute, die in diesen Spectator-Dings da rum sind. Und ab und zu nehme ich an, dann erkläre ich den freundliche Sachlage. Wenn sie einverstanden sind, dass ich in ihre Spiele zuschauen darf, dann kommen wir hier dazu. Dann kommen wir auch mal nach Diamond 1. Weil ich bin ja selber immer noch am Hochspielen. Ich habe es mittlerweile auf Gold 1 geschafft. Aber naja, ja. Weiter geht's erstmal nicht, weil unter einer Woche bin ich immer so müde. Das ist schwierig mit Ranked-Spielen. Nun gut, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Ich laber viel zu viel. Bis dann. Tschüss.